Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Eisenbahn Exe Professional. Zwar waren wir beim letzten Mal stehen geblieben bei der Anlage Furtenwald, ja, im Bau hier bei dem Bauernhof. Jetzt bauen wir hier weiter dementsprechend und ich habe heute was entdeckt, und zwar das Lengris Modelle, nicht Bahnhof. Ich hoffe, ich finde das jetzt irgendwie. Ah, hier. Okay, Scheune Lengris ist mir heute irgendwie über den Weg gestolpert. Die gefällt mir recht gut und die setze ich jetzt auch mal ein. So, am besten hier rechts. So. Und hier zurückschieben. Ja, so ist es am besten. Ja. Erstmal EP hier leiser stellen. Ja, wie ich gemerkt habe, gefällt euch unser See da hinten recht gut. Habe ich einige Kommentare bekommen. Zudem ist heute die Verlosung abgelaufen. Also hat heute geändert, morgen wird bekannt gegeben, also sprich für euch heute. Wer es gewonnen hat und ja, was gibt es noch Neues? 131 Abonnenten. Heute habe ich einen ganzen Tag EP gebaut. Dementsprechend für euch gestern und habe auch ein paar Bilder auf Facebook reingestellt, auf FEW-Bahn oder in der EP-Gemeinde, je nachdem. Könnt ihr ruhig mal reinschauen auf FEW-Bahn. Ein Like würde mich freuen auf meiner Facebook-Seite, wenn sie euch denn gefällt. Diese Einfahrt ist hier eigentlich sinnlos, weil wir haben ja hier das schöne Gebäude vorne. Genau. Dann würde ich nochmal einen Zaun bauen. Und mehr Tiere hier hinpflanzen. Was da reinkommt, werden wir dann gleich sehen. Der wird jetzt ein bisschen höher wie der andere. So, setze ich noch eins ran, dann ist er lang genug. Ja, was gibt es sonst noch Neues in der Welt? Eigentlich nichts, oder? Habe ich irgendwas gehört heute? Ja. Großes Thema im Moment, Merkel wurde überwacht und der andere Präsident wusste davon, der, wie heißt er wieder, keine Ahnung, weiß jetzt gerade nicht, auch doof, aber egal, auf jeden Fall kommt da im Moment eine große Diskussion im Radio. Bekommt man immer mal mit, aber sonst eigentlich nichts Neues. Meine neue Kamera ist eingetroffen. Canon Leica HFR 406. Ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Port erwähnt habe. Nein, habe ich nicht. Weil da hatte ich sie noch gar nicht. Ja, ich habe jetzt die Canon Leica HFR 406 von Canon. Bin sehr zufrieden damit. Ich habe auch schon ein Video damit hochgeladen und zwar
Nachtaufnahme, mit ist nicht so prickelnd geworden. Zwar waren dann Bayern, Lok Maxl verlässt München Hauptbahnhof. Dann war ich vorgestern am Filmen in Furtenwalde am Bahnhof. Kommt noch ein Video die Tage und dann kommt mit der Kamera noch ein Video aus Kottmeißling. Ja, das habe ich gestern gemacht. Sonst gibt es nicht mehr zu sagen. Sind halt mit zwei Doppelmassen. So, dann setzen wir Tiere ein. Tiere. So, hier vorne haben wir jetzt Gänse eingesetzt oder Hühner. Hühnerwand. Hier kommt jetzt was Größeres hin. Keine Gänse, keine Hausenten, keine Hühner. Pferde, Schafe, ehemaligen Pferd. So, genau. Setze ich jetzt noch ein bisschen in die Mitte. Der Radius wird schon passen. Oder rennen die raus? Aus dem Zaun. Das wäre nicht zu prickeln. Nein. Das geht ja mal gar nicht hier. Dann stellen wir das Ganze mal auf 5, ja, 20. So wird schon reichen. Wenn ihr was seht, dass sie noch rauslaufen zufällig und ich merke es nicht, dann bitte einen Kommentar, weil das wollen wir ja nicht. So, als nächstes ein kleiner Schafzahn wäre nicht schlecht. Die Ideen mit der Feuerwehr und so habe ich natürlich nicht vergessen. Erwähne ich immer mal wieder. Es kommt noch alles. Aber im Moment kaufe ich keine EP-Modelle. So, jetzt wisst ihr das auch. Der ist zu lang. Genau, es wäre in den Stall jetzt nicht schlecht. Mal schauen, ob ich sowas finde, dass die Tiere da auch mal rein können und nicht nur draußen rumackern müssen. Ja, erstmal den Zaun zu Ende bauen. Ich glaube, das habe ich verfehlt. Egal, dann suche ich gleich mal. Stoll. Ja, genau, dann nehme ich mal den Stoll. So. Kann man jetzt nicht wirklich rein, aber gut, kann man sich ja denken, dass dann später hier rechts die Tür aufgemacht wird. Ganze minus 180 Grad. So. Durch den Zaun hindurch. Und dann wieder einen Zaun. Egal, ich lasse das jetzt so.
fällt ja gar nicht auf, so, wenn es ist. Und dann kommen hier mal Schäfchen rein. Oder Kühe. Ach, ich nehme Kühe. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, Radius wird wieder zu groß sein. Oder besser gesagt, die Reichweite. Hier ist sie immer noch zu weit. Geht ja mal gar nicht. Stelle ich die einfach mal auf 10. Dann das hier auch gleich. So. Genau. Dann muss der Zaun hier noch gezogen werden. Rund ums Haus. Oder ob der jetzt rund ums Haus muss, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich verlängere den jetzt einfach noch mal. Genau. Wo ist denn der? Ja, egal. Ja, dementsprechend war es das wieder für diesen kurzen Part. Das nächste Mal wird es dann länger. Und ja, bis dahin sage ich eigentlich bis zum nächsten Mal und ciao.